22nd of December, 1924. Strikers Telegramm ließ keinen Zweifel. Hell's Kitchen ist verflucht. Grace Saunders wurde von One-Eyed Jack entführt, brauche dringend Hilfe. Stopp! Ich kann's nicht leiden, dass man sich an einem Kind oder einem Freund vergreift. Ich steckte meinen 38er ein. Sie sollten für ihre Verbrechen zahlen. Na, übrigens. Mein Name ist Conby. Edward Conby. Und damit sage ich an dieser Stelle schon mal Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play Alone in the Dark 2. Das Spiel ist im Großen und Ganzen um einiges weniger angelehnt an die Werke von H.P. Lovecraft als der erste Teil. Ist gleichzeitig auch um einiges actionorientierter und zumindest, wenn ich mich da noch recht erinnere, ist er tatsächlich auch um einiges schwieriger. Es ist der einzige Alone in the Dark Teil, den ich tatsächlich nicht durchgespielt habe. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, als wir den ersten Teil hier im Let's Play auf dem Kanal gemacht haben, da hatte ich den ja tatsächlich auch noch nicht durchgespielt. Aber das habe ich ja jetzt gemeinsam mit euch nachgeholt. Aber diesen Teil hier, ja, ich kenne die Anfänge, aber ich habe ihn nie durchgespielt. Und von daher gucken wir mal, wie wir uns jetzt schlagen. Und vor allem gucken wir mal, ob ich überhaupt in die Story reinkomme. Denn ähnlich wie der erste Teil uns damals da auf dem Dachboden dann doch schon so einigen Stress gemacht hat mit dem Zombie und dem Werwolf, die uns da potenziell attackieren können, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Genauso macht auch der zweite Teil gleich von Anfang an hier
erstmal ein bisschen Druck. Ihr werdet gleich sehen, was genau ich damit meine. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Und ich glaube, ich habe jetzt zu lange gequatscht hier, weil die Hintergrundmusik, die sollte doch über diese Credits ganz bestimmt rein theoretisch noch drüber laufen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte da auch von dem, worum es dann im Spiel geht. Also es geht diesmal um Piraten. Ich trinke nebenbei einen Schluck. Tut mir leid, da werde ich ja gleich nämlich nicht mehr zu kommen. Ich weiß nicht, ob es eine Verbindung zu der Seto aus dem ersten Teil gibt, in irgendeiner Art und Weise. Das werden wir dann gemeinsam herausfinden. Ich weiß, dass der zweite und der dritte Teil eine Verbindung haben. Und los geht's. Two days later. Und los geht's. Ist das laut, das ist ja furchtbar. Diese Musik werden wir im Spielverlauf sehr oft hören, glaube ich. Lauf, Edward! Unser guter Freund Edward Carnby, den wir ja aus dem ersten Teil schon kennen, aber er hat seinen Schnurrbart rasiert, bedauerlicherweise. Ja, also ich finde schon, die Grafiken, die Animationen, die sind schon irgendwo auf einem anderen Level als im ersten Teil. Definitiv. So, da stehen wir jetzt. 50 Lebenspunkte haben wir, einen Revolver mit 6 Schuss. Und können kämpfen, und das müssen wir auch, weil der hier, der Blödmann, der steht jetzt nämlich wieder auf und ihr seht, der hat eine Tommy Gun. Ja, okay, das war's eigentlich schon. Na gut, 4 Schadenspunkte, das geht noch. Aber man muss trotzdem erstmal schnell reagieren, um den überhaupt zu erledigen hier. Da kommt überhaupt auch das Thompson-Gewehr. Ein Magazin und eine Feldflasche. Tipp für Alone in the Dark im Großen und Ganzen. Wenn ihr irgendwo im Spiel irgendwelche Heil-Items findet, wie jetzt hier beispielsweise diese Feldflasche, nehmt sie sofort zu euch. Es gibt absolut gar keinen Grund, im Spiel irgendwelche Heil-Items für später aufzusparen. Es gibt nämlich keine maximale Lebensenergie. Es gibt nur die Lebenspunkte, die wir haben. Und gut ist. Ihr seht, wir haben jetzt 56 Lebenspunkte. Das erscheint jetzt erstmal eine Menge. Vor allem, wenn man das mit unseren Startlebenspunkten aus dem ersten Teil vergleicht. Aber glaubt mir, so viel ist das gar nicht. Was wir nicht machen sollten, ist dieses Magazin nachladen, bevor wir das Thompson-Gewehr leer geschossen haben. So, ich muss jetzt erstmal, es ist Details normal. Können wir die noch hochschrauben? Ne, es gibt nur normal und grob. Na gut. So, wir speichern jetzt mal. Let's better. Ist wieder amerikanische Tastatur. Okay, gut zu wissen. So, ich habe jetzt gespeichert. Und da sind wir schon den ersten von höchstwahrscheinlich sehr, 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 sehr vielen Toten in dem Spiel gestorben. Flums. Und anders als im ersten Teil, wo sie uns ja tatsächlich für das Ritual zur Wiedererweckung von Prex da auf diesen Altar gelegt haben, werden wir hier einfach ins Wasser geschmissen und gut ist. Okay, also da raus geht's schon mal nicht. Na gut. So, Handlungen. Wir können nur kämpfen und verschieben. Wir können nicht mehr untersuchen. Das Problem bei dem Ganzen ist jetzt hier einfach, das war nicht die einzige Wache. Ja, da hinten, wir müssen jetzt in Richtung des Hauses.
Und da stehen weitere Wachen. Die uns das Leben schwer machen wollen. Ja, okay, das war schon mal scheiße. Ja, ihr seht schon, das ist gar nicht so leicht hier. So, vielleicht können wir auch ein... So, okay, der steht, der hängt jetzt da fest. So. Da hängt er fest. Das können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Okay, der andere kommt um die Ecke und kann uns treffen. Das ist auch gut zu wissen. Guck mal, 14 Lebenspunkte noch. Das war also auch Mist. So, das speichern wir jetzt erstmal als da hängt er fest. Alter, ich komme nicht mal dazu zu schießen. Lauf, Edward! Das hat so nämlich alles keinen Wert hier gerade. Ja, 32 Lebenspunkte noch. Das sieht nicht gut aus. Aber das ist auch der schwerste Teil hier. Also von dem, was ich so in Erinnerung habe zumindest. Ja, dieser Anfang mit den ganzen... mit diesen ganzen Zombies hier zum Start. Den ganzen Wachen, weil guckt mal, da stehen noch zwei. Zu denen wir aber rein theoretisch nicht hin müssen. Denn durch das Haupttor kommen wir eh nicht durch. Wir können es aber versuchen. Dann noch wen anzulocken. Ja, das lassen wir sein. Das lassen wir sein und wenden uns lieber dem Weg zu, dem wir tatsächlich gehen müssen. Nämlich hier durch. Okay, das hat noch nicht gereicht. Ich glaube, ich habe mich gerade verschoben. In die andere Richtung muss es geschoben werden. Okay. Ich will die Musik nicht ausschalten, aber die nervt schon ein bisschen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. So. Jetzt können wir hier in das... Wir werden beobachtet. Ne? Jetzt können wir hier in das Heckenlabyrinth. Morning, Sir. Verdammt nochmal! Das kann nicht wahr sein. Hi, Guy. Alter, wie kann der denn schneller schießen als ich? Ich hab eine verdammte Tommy Gun. Und bin so gut wie tot. Das kann doch nicht wahr sein. Mit dem Revolver vielleicht? War damit besser oder schneller? Das ist doch scheiße. Hi, Guy. Sonst versuchen wir es im Nahkampf, ob man irgendwie stunnen kann.
Morning, Sir. Und lassen ihn um die Ecke kommen. Es klappt einfach nicht, ne? Das ist doch eine Rotze hier gerade. Hi, Guy. Sobald man ihn sieht, fängt er an zu schießen. Und macht uns hier einfach fertig. 14 Lebensmittel. Das ist doch, das kann doch nicht. Das ist, Alter. Ich sag dir, dieses Spiel ist schwer. Dieses Spiel ist sowas von rotzig schwer. Weil er einfach eine viel schnellere Recovery hat als wir, ne? So, ich nehme das jetzt so hin. Wir haben zwar schon Unmengen an Lebensenergie verloren. Aber, ich weiß nicht, wie es sonst... Es ist, ein Foto haben wir hier. Und auf diesem Foto sehen wir auch den Hinweis, wie wir denn dann letztendlich hier ins Haus kommen. Also wir sehen, hier ist schon mal alles leer. Hier ist nichts. Aber es ist halt ein Heckenlabyrinth, ne? Morning, Sir. Und noch einer. Und wieder mit der Tommy Gun. ...26 Lebenspunkte. Oh. Meine Güte, ist das stressig. Ich hoffe, das geht im Haus nicht so weiter. So. Erstmal ein bisschen Lebensenergie tanken hier. Ich hoffe echt, dass dieser Anfang jetzt hier, dieses Reinkämpfen, dass das jetzt der große Action-Teil ist. Und im Haus ist es dann ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ruhiger. Das Seil, das sollten wir mitnehmen. Ich weiß aber nicht genau wofür. Ich speichere hier jeden Moment, also wirklich jedes Mal, wenn wir irgendwas geschissen kriegen. Ohne dass ich dann das Gefühl habe, okay, das war jetzt absoluter Scheiß, das sollten wir am besten nochmal machen. Oh. Ich kann die Musik auch nicht einfach leise stellen, ne? Nein. Hey, you. Von wo? Von geradeaus. Okay, das ging. Das ging. Der hat mir aber natürlich auch mehr als genug Zeit hier zum Reagieren gegeben, ne? So, 9, wenn ich das jetzt lade. Ich drücke immer die falschen Tasten. Dann wieder auf 30, ja, genau. Deswegen müssen wir diese 9 Schuss erst noch irgendwie verbrauchen. Tut mir leid, dass ich die Musik jetzt ausgemacht habe, aber boah, meine Fresse, geht die mir auf den Sack. Hi, Guy. Da oben kommt noch einer, okay. Mit dem will ich mich erstmal nicht auseinandersetzen, ich gucke mir erstmal das... ...restliche Heckenlabyrinth an. Und da haben wir gleich schon wieder die nächsten Gegner. Das ist, es ist unglaublich, wie viele davon hier unterwegs sind. Ne? Und wir finden ein Buch. Das können wir jetzt zum Abschluss noch lesen. Crew muster for the Three Master Flying Dutchman. Turn to freebooting December 25 of the year of our Lord 1724. None may know the name Jeremiah Johnson Tecker, but all fear Shorty Leg. Born in Cork, he was 14 years old when he freed himself from the shark's manacles, turned 2 cannons loaded with grape shot at the captain's cabin, and fired.
The recoil whipped off one of his legs. In 1717, he was found and brought aboard the Jolly Roger by One-Eyed Jack, after drifting for 2 weeks on a makeshift raft. Using a steel cooking pot in the sun's rays, he had taken the salt from the seawater, thus having water to drink. Fish he did knock on the head with his peg leg. Thereafter, it became his weapon of choice. Taken on as ship's surgeon. Ah, ja. Es geht also um die Jolly Rogers. Ist der Jolly Roger nicht einfach der Totenkopf der Piraten? Keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr in diesem Heckenlabyrinth umsehen müssen. Und ich hoffe, dass dann eventuell mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Ich will jetzt auch... Die Musik geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Ich denke mal, dass wir die später zwischendurch dann auch mal wieder einschalten werden. Weil für jetzt... Nee, sorry. Also das ist... Ich mag den zweiten Teil auch nicht so, bin ich ganz ehrlich. Gerade auch wegen diesem Anfang. Ich weiß nicht, vielleicht wird es das später besser. Aber das ist ein bisschen so... Nee. Okay. Bis dann.